In diesem Video geht es um die besten Radiowecker. Der Qualitätssieger in unserem Radiowecker-Test geht an den Technisat Radiowecker. Das DIGITRADIO 52 ist ein elegantes Uhrenradio und ein echter Blickfang im Schlafzimmer. Der Wecker hat ein hervorragend ablesbares LCD-Display, das sich über die komplette Gerätefront erstreckt. So hat man zu jeder Uhrzeit alle wichtigen Informationen im Blick. Die Beleuchtung des Displays ist dabei einstellbar, damit man nachts ungestört schlafen kann. Das Gerät verfügt über zwei einstellbare Weckzeiten, einer Schlummerfunktion und Sleeptimer für entspanntes Aufwachen und Einschlafen. Der Weckrhythmus ist für täglich, einmal, werktags oder Wochenende möglich. Für den richtigen Sound im Schlafzimmer sorgen die integrierten Stereo-Lautsprecher mit einer Systemleistung von 2 Watt RMS. Zum Hören des Lieblingsradiosender via DAB Plus oder UKW in erstklassiger Klangqualität. Die Oberseite des DIGITRADIO 52 verfügt über eine Wireless-Charging-Fläche zum kabellosen Aufladen von kompatiblen Geräten im Qi-Ladestandard, ideal für das komfortable Laden eines Smartphones über Nacht. Optional lässt sich das Smartphone auch über den USB-Anschluss des Radios aufladen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Philips R3505. Mit der doppelten Weckfunktion können Sie zwei Alarme stellen und die Funktion für sanftes Wecken erhöht die Lautstärke des Wecktons allmählich, um Ihnen den Start in den Tag zu erleichtern. Sie können sich entweder mit Weckton oder mit Radio wecken lassen. Von ununterbrochener Musik bis zu den neuesten Nachrichten, dieses digitale Radio ist Ihr Ticket für ein besseres Hörerlebnis. Der DAB Plus Tuner bietet kristallklaren Empfang und Sie können bis zu 20 Senderspeicher für Ihre Lieblingssender einrichten. Auf dem Display wird die Uhrzeit deutlich angezeigt. Schlafen Sie mit Ihrem Lieblingsradiosender im Hintergrund sanft ein. Sie können den Schlaftimer so einstellen, dass der Radiosender bis zu 2 Stunden lang wiedergegeben wird. Nach Ablauf der voreingestellten Zeit schaltet sich das Radio aus. Vorteile im Überblick: Radioempfang ohne Rauschen, DAB plus UKW. Digitaler Tuner mit bis zu 20 Voreinstellungen. Sanftes Wecken. 2 Alarme. Schlaftimer. Batteriesicherung bei Stromausfall. Automatische Zeitsynchronisierung. Der Preis-Leistungssieger in dem Radiowecker-Test ist der Reacher Radiowecker. Der Basshohlraum auf der Rückseite des Radios bietet großartige, tiefe Klangeffekte, was zu einem besseren Hörerlebnis für diejenigen führt, die sich für den Klang des Basssounds interessieren. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie die Drahtantenne für einen besseren Empfang verwenden. Reacher Uhrenradio ACR3E kann Ihr Telefon, Tablet oder ein anderes 5V-Eingabegerät vollständig aufladen. Stellen Sie den Alarm über eine separate Taste, die Sie in den Einstellungen auf der Vorderseite gut erkennen können, einfach auf Radio, Buzzer oder aus. Stellen Sie Ihren Alarm mit der 30-stufigen, weitreichenden Alarmlautstärke auf eine angenehme Lautstärke ein. Das höchste Volumen beträgt 120 Dezibel, was sich hervorragend für schwere Schwellen eignet. Eine leicht zu bedienende Schlummertaste auf der Oberseite, bis zu 6 Schlummerungen in 9 Minuten Intervallen. Schlafen Sie mit Ihrem Lieblings-FM-Radiosender über die Sleep-Timer ein. Legen Sie 2 neue A-Batterien ein, um alle Ihre Einstellungen zu speichern. Der Alarm ist nicht batteriebetrieben, nur Ihre Einstellungen werden gespeichert. Falls dir das Video gefallen hat, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.